Vor kurzem gab es bei Midjourney ein Update und zwar auf die Version 5.2. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht, das verlinke ich dir hier. Doch vor ein, zwei Tagen gab es nochmal eine Neuerung und zwar eine ziemlich weirde. Was daran so weird ist, erfährst du jetzt und zwar gibt es einen neuen Parameter bzw. einen neuen Befehl und der nennt sich weird. Mit dem weird-Befehl kannst du deine Bilder, wie der Name schon vermuten lässt, weirder machen. Auf Deutsch bedeutet weird seltsam und schräg. Und das passiert auch mit deinen Bildern. Midjourney hat auf Discord das Ganze auch nochmal angekündigt. Hier habe ich dir das aufgerufen. Der Wert bei weird kann zwischen 0 und 3000 liegen. Es wird empfohlen, zwischen 250 und 500 erstmal zu starten. Wir testen das Ganze jetzt auch mal aus. Hier wird auch nochmal geschrieben, was passiert mit den Bildern. Wie schon gesagt, sie werden weirder, also seltsamer oder besonders. Ich habe hier ein Bild erstellen lassen von einer Frau, die läuft in Los Angeles in einer Shopping Street mit einem roten Kleid. So können dann die Ergebnisse aussehen. Und zum anderen habe ich noch einen Affen im Dschungel. Das Foto soll realistisch aussehen und der Aspect Ratio ist 16 zu 9. Die sehen alle ziemlich ähnlich aus, also die vier Affenbilder. Die haben jetzt noch nicht diesen Weird Wert. Weird Wert. Den schauen wir uns jetzt an. Dazu kopiere ich zunächst den Prompt, den ich hier oben genutzt habe, und füge den jetzt ein. Also nochmal zum Verständnis, slash imagine und dann gefolgt von unserem Prompt. Und jetzt füge ich noch den Weird-Wert ein. Also Bindestrich, Bindestrich, Weird und dann einen Wert zwischen 0 und 3000. Ich starte jetzt zunächst mit 250, also wir tasten uns langsam ran. Das Ganze arbeitet dann ein bisschen. A few moments later. Und das ist das Ergebnis. Wir sehen auf jeden Fall vier ziemlich verschiedene Bilder. Da der Weirdheitswert hier noch relativ gering ist, passiert jetzt hier noch nichts Schräges. Aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall schon mal interessant. Das Ganze mache ich jetzt auch noch mit dem Wert 500. Da sieht das so aus, hier unten mit dieser Schaufensterpuppe. Also hier sehen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, dass der Weird-Wert einiges dem Prompt zugesteuert hat. Und hier noch mit dem Weird-Wert 1000. Du siehst auch hier, die Bilder sind ziemlich anders als unser ursprünglicher Prompt. Und das alles nur mit diesem Weird-Wert. Ich habe das Ganze auch noch mit 3000 probiert und das ist hier das Ergebnis. Also hier oben rechts sehen wir zum Beispiel nur noch den Körper, aber immer noch das rote Kleid. Und hier bei den anderen dreien sind die Farben relativ unterschiedlich. Ich teste das Ganze jetzt auch noch mit unserem Affen. Dazu nehme ich auch den Prompt, den wir hier oben schon genutzt haben und kopiere den jetzt. Also wieder das Ganze mit slash imagine, gefolgt von unserem Prompt. Und auch hier starte ich wieder mit dem Weirdheitswert 250. Und hier zeige ich dir jetzt noch einen Trick. Und zwar müssen wir jetzt nicht jeden Prompt einzeln eingeben. Wir können das Ganze über die geschwungene Klammer regeln. Also hier nehme ich jetzt den Weirdheitswert 250, 500, 1000 und 3000 und schreibe das alles in eine Klammer. Das Ganze trenne ich durch ein Komma und dadurch kann ich direkt vier Prompts auf einmal erstellen, ohne das immer einzeln einzutragen. Ich bekomme jetzt den Hinweis oder die Frage, ob ich tatsächlich vier Prompts erstellen möchte, weil das ja auch ein bisschen was mit unserem Guthaben zu tun hat. Bei vier Prompts ist das jetzt kein Problem. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass du jetzt hier 1000 Wörter hintereinander einträgst und dann wirkt sich das natürlich schon auf unser Guthaben aus. Du siehst jetzt hier die vier Prompts, die erstellt werden. Midjourney arbeitet gleichzeitig ja immer an drei Prompts. Das heißt, jetzt werden zunächst die ersten drei Prompts aktiviert und bearbeitet. Sobald dann einer dieser Prompts fertig ist, wird der andere hinzugezogen. Und auch hier haben wir jetzt die Ergebnisse. Wir schauen uns die jetzt wieder an. Das ist der Wert mit Weird 250. Also hier sehen wir jetzt nochmal besonders, dass sich das Bild sehr stark von unserem ursprünglichen Bild unterscheidet. Da waren die vier Entwürfe ja alle relativ ähnlich. Das passiert bei Weird 500. Weird 1000. Und bei Weird 3000. Hier oben hat der Affe jetzt noch ein Getränk. Du siehst, der Weirdheitswert kann einiges an dem Bild ändern. In diesem Zusammenhang zeige ich dir noch etwas anderes, was ich ziemlich interessant finde. Dazu speichere ich jetzt das letzte Bild, also mit diesem Affen mit dem Getränk.
und starte jetzt mit dem Befehl slash describe, also beschreibe. Jetzt öffnet sich dieses Feld, in das ich ein Bild hochladen kann. Das mache ich jetzt mit dem Bild, was wir eben generiert haben und ich abgespeichert habe. Und jetzt schicke ich das Ganze ab. Was jetzt passiert, ist ziemlich spannend, denn ich bekomme eine Übersicht mit Texten, was auf dem Bild zu sehen ist. In diesem Fall sind das 4 Stück und wir haben nochmal eine Beschreibung, was auf dem Bild zu sehen ist. Was ich jetzt ziemlich interessant finde, ist, dass ich einfach auf die blauen Buttons klicken kann und dann das jeweilige Bild nochmal erstellen kann. Diese Funktion ist ziemlich hilfreich, gerade wenn du jetzt mit der Weird-Funktion oder auf andere Art und Weise ein Bild generiert hast, was du ziemlich gut findest, aber nicht ganz genau weißt, wie du das zukünftig wieder gestalten kannst. Dann kannst du das Ganze einfach mit der Describe-Funktion einfügen und bekommst dann Texte. Du siehst also, welche Befehle oder welche Keywords Midjourney hat, um das Bild zu erstellen. Und das kannst du natürlich dann zukünftig für deine Bilder nutzen. Ich klicke jetzt hier unten auf Imagine All, das heißt, ich bekomme jetzt alle 4 Bilder noch einmal erstellt, also anhand der Texte. Midjourney hat in seiner Ankündigung bei dem Weird-Wert ja geschrieben, dass dieser am besten funktioniert in Kombi mit dem S-Wert, also Stylize. Ich habe das Ganze auch mal ausprobiert und zeige dir jetzt hier einfach auch noch diese Bilder. Fazit. Persönlich finde ich den Weird-Wert ziemlich spannend, gerade wenn du Dinge ausprobieren möchtest oder noch einen Style finden möchtest. Wenn du nun natürlich klare Dinge vor Augen hast, wie dein Bild auszusehen hat, dann bringt das dir natürlich in der Regel jetzt vielleicht nicht ganz so viel. Allerdings finde ich es zum Experimentieren ziemlich spannend. Auf diese Art und Weise kannst du Bilder erstellen, die du so wahrscheinlich nicht generiert hättest. Es ist auch ein bisschen wie so eine kleine Überraschung oder so ein Überraschungsei. Ich werde das Ganze jetzt noch bei anderen Bildern ausprobieren. Schreib mir unbedingt mal in die Kommentare, für was du diesen Weird-Wert nutzt und wie du das Ganze findest. Außerdem verpasse nicht meinen Newsletter, den verschicke ich alle 2 Wochen freitags. Der nächste steht also bald an. Den Link findest du in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald!